Ja, hallo zusammen zu einem neuen Video und heute geht's. Jetzt muss ich noch mal gucken, ist das nicht ein bisschen schmutzig? Ich glaube, da war ein bisschen Schleier drüber. Heute geht's um die Mobilität der Zukunft. Ich habe ja schon in vorherigen Videos was erzählt zum Thema. Oh, da kommt gerade der Bürgermeister mal wieder entgegen. Zum Thema autonomes Fahren und wie es dann da ausschaut, wann denn das kommen wird. Und heute geht es dann mal um wie schaut die Mobilität der Zukunft aus? Denn, wie ich es ja schon bereits erwähnt habe, das wird dann natürlich ganz andere Features und Use Cases geben. Und der erste Schritt wird eben sein, dass man nur noch ein Auto halt eben hat. Und der nächste Schritt, denke ich, wird sein, dass man selber gar kein Auto mehr besitzt. Das ist natürlich, sage ich jetzt mal, für uns deutschen Automobil-Heads oder wie man es auch immer nennen mag, Automobilfetischisten schon hat er Schritt, ne? Kein eigenes Auto mehr zu besitzen. Also zumindest für den normalen Privatmenschen wird das wahrscheinlich kommen. Und so wie die Carsharing-Modelle jetzt im Moment florieren und im Aufwärtstrend sind, man spricht da, ich glaube, pro Jahr von 30% Zuwachs, da kann das schon in die richtige Richtung gehen. Ne? Und wenn dann das Auto mal autonom ist, warum brauche ich denn dann eigentlich noch ein eigenes Auto? Muss ich da wirklich mein eigenes Auto dann überall hin und her schicken oder nehme ich da nicht einfach eine App und sage, jetzt brauche ich eine Mobilitätsdienstleistung? Oder ich buche die schon, sage ich jetzt mal im Voraus. Das wär doch eine Möglichkeit, ne? Dass man da das Ganze dann so verbessert, das System, dass für den Individual, also für das Individuum dann das optimalste Verkehrsmittel verwendet wird. Und ich spreche jetzt da nicht nur von, okay, da kommt jetzt halt ein automatisches Auto. Nein, ich spreche jetzt da komplett übergreifend. Ne? Also das muss dann, was ist denn jetzt hier? Das muss dann komplett mir für alle Verkehrsmittel gelten. Das heißt, ich habe eine App, da sage ich, okay, ich will jetzt da und dahin. Und dann zeigt er mir an, okay, wenn ich es mit einem autonomen Auto mache, geht es so und so schnell und kostet so und so viel. Wenn ich es mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mache, dauert so und so lang und kostet so und so viel. Wenn ich einen Mischbetrieb mache, das heißt, ich muss jetzt erstmal halt zu den öffentlichen Verkehrsmitteln hinkommen, da kommt ein Auto geschickt und dann fährt es einem dann halt eben ein Stück mit dem Carshare und ein anderes Stück wird dann eben mit dem öffentlichen Verkehrsmittel gefahren. Ich sage jetzt mal vorzugsweise mit der Bahn, weil Busse, ja gut, das werden dann wahrscheinlich auch elektrisch werden, das ist mir jetzt ein bisschen zu eng hier. Die werden dann auch elektrisch werden und und den Rest vielleicht dann auch wieder mit einem autonomen Auto, das einem dann abholen. Ne? Und für all das, wie gesagt, also je nachdem, für was man sich da dann entscheidet in dieser App, ja, bezahlt man dann halt einfach den Preis. Ne? Also da wird es dann, vielleicht gibt es dann auch Abos, aber glaube ich jetzt nicht. Also das macht, glaube ich, jetzt keinen Sinn. Ne? Also da wirklich, gibt es halt vielleicht irgendwelche Dinge, wo man halt dann eine Flatrate halt buchen kann. Auch für Gelegenheitsfahrer ist doch das Ideal. Ne? Sparen sich dann das Taxi und im Endeffekt, also den totalen Preis, da wird dann eben
ja, da wird es dann eben billiger, ne? Also wenn man sich dann komplett halt eben durchrechnet, wenn man sich das halt dann eben komplett durchrechnet, wird dann halt vielleicht eine Mobilitätsleistung halt einen gewissen Eurobetrag kosten, aber die wird billiger sein im Endeffekt über das ganze Jahr gesehen, als wenn man sich das Auto halt dann selber hält. Ne? Und allerdings mit einer Flexibilität, die nie da gewesen ist. Ne? Also, wie gesagt, das dauert dann keine 5 Minuten, dann ist da so ein Auto da. Wie auch immer man das dann löst, also in den Städten sicherlich machbar. Da wird es dann vielleicht sogar noch kürzer sein. Denn im Endeffekt, diese ganzen, sage ich jetzt mal, kleinen Autos, die dann da rumfahren werden, brauchen ja keinen Parkplatz. Und die fahren dann einfach rum. Das ist so im Prinzip so, wie die Polizei Streife fährt. Und das Fahrzeug, was am nächsten dran ist, das wird halt dann dahin gelotst. Ne? Und das geht ratzfatz. Ne? Also da wird es nicht so die Verzögerungen geben, dass man da dann sagt, oh, das ist aber jetzt was, wo ich jetzt nicht unbedingt haben möchte, weil da muss ich ja ewig warten und was weiß ich. Nein, das, man hockt da am Frühstückstisch, sagt, okay, ich möchte in 15 Minuten losfahren. Ja, und dann 15 Minuten später steht das Ding vor der Tür. Ja gut, man kann auch 5 Minuten machen. Ne? Also das kommt immer ganz drauf an, wie weit ausgebaut und wo man halt dann eben wohnt. Vielleicht kann man dann auch schon das Ganze fest buchen, dass man dann sagt, okay, ich werde auf jeden Fall immer um dieselbe Uhrzeit halt dann eben losfahren wollen. Und dann bucht man halt die Mobilitätsleistung, sagt, wie viele Leute oder was man zu transportieren hat. Ja, und dann kommt das entsprechende Fahrzeug angerollt und bringt einen dann eben zu dem Ort hin, wo man eben hin möchte. Also das sind so Dinge, die werden kommen. Und es wird die Anzahl der notwendigen Fahrzeuge um ein Vielfaches reduzieren. Also man glaubt es gar nicht, wie viele Fahrten oder wie viele Fahrzeuge einfach nur rumstehen und nichts tun. Also ich glaube, man hat es mal ausgerechnet, man würde dann nur noch 10% der Fahrzeuge benötigen. Das ist natürlich, sage ich jetzt mal, für die Automobilhersteller schon ein harter Tobak. Ne? Also die haben da natürlich schon ein Problem damit, aber, dadurch, dass die Mobilität dann so günstig wird, werden dann Märkte erschlossen oder werden dann noch mehr Leute auf diese Mobilität zurückgreifen können, die es vorher eben nicht konnten. Also die vorher dann zum Beispiel sich kein eigenes Auto leisten konnten oder die, weil sie vielleicht auch gebrechlich waren oder es einfach körperlich nicht geschafft haben oder keinen Führerschein haben oder wie auch immer. Und die werden dann auch die Mobilitätsvorteile haben. Und auch, sage ich jetzt mal, in Ländern, wo es vielleicht mit dem Einkommen nicht so hoch ist, wird es dann auch Möglichkeiten geben für Leute, die Mobilität zu nutzen, was sie vorher nicht konnten. Na? Also, das wird, sage ich jetzt mal, ein durchschlagender Erfolg. Es wird so nach und nach die eigenen Fahrzeuge ablösen. Ja, okay, für sage ich jetzt mal, spezielle Anwendungen wird es weiterhin Fahrzeuge geben. Also alles, was im Businessbereich ist, Handwerker, Vertreter, all diejenigen, wobei Vertreter auch nicht unbedingt, aber all diejenigen, die ihr Fahrzeug halt brauchen, um damit halt eine Dienstleistung zu machen, wo das Fahrzeug mehr oder weniger auch der Arbeitsort ist, die werden weiterhin eigene Fahrzeuge haben, Klammer auf, die auch autonom fahren werden. Ne? Also das ist auf alle Fälle auch schon mal sicher, ne? Dass das dann für alle Fahrzeuge gelten wird irgendwann, das autonome Fahren. Ja, und
das wird so nach und nach wird das kommen. Natürlich als allererstes kommt dieses System dann selbstverständlich in den großen Städten. Da wird es als erstes kommen. Stellt man sich mal vor, eine Stadt, also in einer Großstadt. Ich habe neulich ein Video gedreht über meine Erfahrungen mit dem Verbrenner, wo ich dann auch durch die Stadt fahren musste und um Gottes Willen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass einfach, oder hier an der Ampel, hier stehe ich jetzt gerade, weil ich einen Stau auf der Autobahn umfahre und ich mein Navi außenrum lotst, das beeinflusst man gar nicht mehr. Also ich meine, erstens mal wird es keine Staus mehr geben in der Form, denn die Maschinen oder die Fahrzeuge tun untereinander kommunizieren und können dadurch eben verhindern, dass so Staus passieren. Denn warum passieren Staus? Dichtes Verkehrsaufkommen, man ist unsicher, da vorne bremst einer, dann bremse ich, dann bremst der nächste, Ketteneffekt und plötzlich ist der Stau da. Und das gibt es nicht mehr mit dem autonomen Fahren. Da weiß, dass jedes Auto weiß, wohin das andere will. Und die richten sich an der Geschwindigkeit aus, die werden auch ziemlich eng miteinander fahren. Und sobald halt irgendeiner wirklich, wenn nochmal ein Tier auf die Straße läuft, okay, ne, dann wird gebremst und dann könnte ein Stau entstehen. Wenn dann halt eben ein Unfall ist, okay, aber alles andere nicht. Ne? Also da wird diese typischen Stauszenarien, die wird es nicht mehr geben. Und vor allem, es wird nicht mehr so viele Autos geben. Ne? Also da werden dann nicht mehr so viele Autos gleichzeitig fahren, weil diese, sage ich jetzt mal, Apps, die sind dann so schlau, beziehungsweise die Fahrzeuge sind dann so schlau, wenn es dann Zweisitzer ist und man hat dann eben ein Ziel eingegeben dann, und irgendjemand anders fährt dann auch dieselbe Strecke oder annähernd dieselbe Strecke oder nah an der Strecke vorbei, wohin muss, dann wird er mitgenommen. Ne? Und dementsprechend werden die Anzahl der Autos, die gleichzeitig unterwegs sind, auch weniger. Ne? Also wenn es jetzt schon mal bloß 10% der Autos dann noch gibt, dann eben gleichzeitig auch noch, was ist denn jetzt da los? Gleichzeitig auch noch die Autos weniger werden, weil eben die Autos besser genutzt werden. Jetzt, ich fahre im Moment alleine, ne? Also gut, könnte man auch mit Mitfahrer-Apps lösen, aber ja. Das wird sich dann drastisch ändern, das ganze System. Ampeln werden eigentlich nur noch für die Fußgänger benötigt, beziehungsweise auch nicht. Der Fußgänger wird dann einfach halt die Hand ausstrecken und jedes Auto erkennt es, bleibt stehen und lässt den Fußgänger rüber. Also eigentlich braucht es keine Ampeln mehr. Wozu? Die Autos selber, die autonom fahren, wissen, welches Auto auf welche Kreuzung zufährt, koordinieren das miteinander und das wird lustig. Also das wird natürlich für jemanden, der gewohnt ist, selber da einzugreifen und selber mal gefahren ist, wird das sehr interessant werden, weil das wird chaotisch werden die Autos da fahren. Ne? Also das ist da gibt es keine Autos mehr, die an der Kreuzung warten, weil die fahren einfach durcheinander. Ne? Also da die kreuzen sich und eine Sekunde später kommt von rechts einer und die wissen aber ganz genau, okay, mit der Geschwindigkeit, wenn das weiterfährt und dann ist da quasi keine Kollision dann da. Ne? Und das ist, das wird die Städte total verändern. Ne? Ja. Was auch der Fall ist, dass ja, es wird nicht mehr so viele Parkplätze benötigt. Es werden Ein- und Ausstiegestellen benötigt. Die ganzen Verkehrsschilder, die wir hier sehen mit Parkplatz und Halteverbot und was weiß ich, alles Vorfahrtsregelungen, alles weg. Keine Verkehrsschilder gibt es mehr. Das ist alles obsolet. Richtungsangaben können wir uns auch sparen. Ach, da ist Kirchweih, deswegen ist da gespannt.
keine Verkehrszeichen, keine Ampeln mehr, Hinweisschilder minimalst. Also das wird sage ich jetzt mal, unvorhersehbar wird das Ganze sich ändern. Ne? Also da, auch das mit der Geschwindigkeitsbeschränkung wird sich dann alles geben, weil die Fahrzeuge fahren dann, wissen genau, wie die Straße verläuft, wie die Karte so, die Kartendaten haben sie ja. Aha, da ist er wieder, der ist durch die Küche durchgefahren, wo das eigentlich auch nicht darf. Und weil die Fahrzeuge halt eben wissen, wie die Straße verläuft und wie da die Kurven sind und so weiter, und dann reduzieren die Geschwindigkeit automatisch, passen die an die Gegebenheiten an, und da wird das wird komplette andere Mobilität werden. Die Frage ist, was passiert mit dem Menschen, der ja jetzt noch das Fahrzeug steuert, der es gerne steuert? Also es gibt durchaus Leute, also ich fahre auch gerne Auto, aber ich sage jetzt mal, diese Routinefahrten wie immer in die Arbeit oder keine Ahnung, wenn man mal in Urlaub fährt, diese längeren Strecken, das ist eigentlich, sage ich jetzt mal, was, wo ich mir sparen könnte. Also das muss ich jetzt nicht unbedingt selber fahren, da kann er fahren lassen. Na, also solche Sachen wie, was ich mal in der Fränkischen irgendwo mal hinfahren, solche Geschichten, oder wie es die Motorradfahrer halt eben machen. Das ist schon was, wo man sagt, okay, das ist just for fun. Aber die Frage ist, wenn es dann mal soweit ist, also wenn die Autos wirklich dann autonom fahren in ein paar Jahren, ob man es dann noch braucht. Also ob man dann das wirklich noch haben will oder ob es dann nicht einfach angenehmer ist, sich nicht dauernd konzentrieren zu müssen, nicht dauernd auf die Straße schauen zu müssen, sondern auch mal rausschauen können, wie schaut es aus, wie ist die Gegend. Da kriege ich dann viel mehr mit von der Umgebung als wie jetzt. Ja, hier diese ganzen Staus, das gibt es dann alles nicht mehr. Ne? Ja, das Ganze funktioniert natürlich dann nur in Kombination. Das heißt, ich werde dann eine Mobilität haben, wie ich schon gesagt habe, mit dem ÖPNV gemischt. Es gibt auch Leute, die sagen, da braucht man eigentlich gar keinen ÖPNV mehr, bin ich nicht so ganz überzeugt, denn die Verkehrsströme sind dann doch in gewissen, sage ich jetzt mal, Richtungen groß vorhanden, und da kann man dann auf den ÖPNV setzen. Das heißt also, da wo die großen Verkehrsachsen sind, da kann man auf alle Fälle schon mal das mit Zügen dann machen, Busse vielleicht in den Städten, Elektrobusse, Straßenbahnen, die dann alle auch autonom fahren, und was dann eben auch bedeutet, dass dann wahrscheinlich weniger Ausfälle dann eben gibt auf diesen Strecken, weil was im Moment halt eben diese Verspätungen und dieses ganze Zeug, das ist alles natürlich kontraproduktiv. Und diese Kombination wird dann eben ausmachen. Also da wird dann eben die Direktfahrt, ohne umsteigen zu müssen, wird ein bisschen mehr kosten. Und wenn ich jetzt dann mit den Zügen fahre, wo ich dann halt umsteigen muss, ich fährt ja das Auto bis zum Bahnhof hin, ich habe dann gleich Anschluss, steige dann ein, steige dann wieder aus, da steht dann das nächste Auto, fährt mich dann zum nächsten Ort. Diese Kombination, also das wird dann eben die Normalität sein. Und wer dann sagt, okay, mir ist es wert, dass ich alleine bin und nicht im öffentlichen fahre, der bucht halt ein entsprechendes Modell oder bucht halt die entsprechende Fahrt und so. Und dann werden auch weniger Fahrzeuge auf den Autobahnen unterwegs sein, natürlich, weil viele dann sagen, naja gut, Zeitverlust, der prognostizierte, auch der hält sich in Grenzen, weil es
sage ich jetzt mal, vielleicht nur dann 5, 6, 7 Minuten Unterschied sind und dafür aber halt eben billiger, weil man dann eben einen Anreiz schaffen möchte, um das größere Verkehrsmedium, wie zum Beispiel jetzt die S-Bahn, die will man natürlich auch auslasten und da muss der Zug voll sein. Also im Moment sind die Züge nicht voll, also zumindest nicht den ganzen Tag. Und das ist nämlich auch genau der Punkt. Dann sparen wir uns in der Zukunft, fahren dann die S-Bahnen wirklich nur noch zu den Peak-Zeiten und zu den Off-Peak-Zeiten, wo nur wenige Leute drin sitzen, wo die Bahn den Verlust macht, da fährt die Bahn nicht. Da werden die Autos halt mit diesen kleinen Fahrzeugen halt dann transportiert oder vielleicht 8, 9 Sitzern genauso schnell. Oder dann gibt es ein anderes Konzept von den Bahnen, dass halt dann kleinere Züge eingesetzt werden, die dann weniger eben Energie verbrauchen. Also man kann damit dann halt auch eben eine gute Auslastungsplanung machen und man kann zum einen die Züge vollkriegen also die Ideen, was so dahinter stecken von dem Ganzen, ich glaube, ihr merkt es, es ist, da ist schon großes Potenzial da. Ne? Also da kriegen wir viele Fahrzeuge weg von der Straße und dafür halt an anderen Orten mehr Fahrzeuge. Wir bekommen auch mehr Fahrzeuge auf die Schiene, weil auf der Schiene dann mit dem autonomen Fahren, das dann auch auf der Schiene kommen wird. Und da hat der Midon heißt er nicht, nein. Der Grube hat es jetzt auch schon angekündigt, dass er in einigen Jahren eben die Lokführer ersetzen will. Die sollen dann die Züge autonom fahren. Ja, pff, was macht der Lokführer heute noch? Ne? Also, mal ketzerisch gesagt. Ne? Also, im ICE macht er sowieso nichts mehr. Ne? Weil der ICE auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke hat eine LZB drin, Linienzugbeeinflussung. Und das Einzige, was er macht, ist schauen, ob die Strecke frei ist und eine Notbremsung. Mehr ist es nicht. Ne? Also, und das halt. Sage ich jetzt mal, keiner mehr in der Tür hängt bei der Abfahrt. Und alles andere wird eh ferngesteuert. Da hat keinen Einfluss, wie die Weichen sind, wie die Signale, wie schnell er zu fahren hat. Der sitzt nur drin und ist Befehlsempfänger. Also das Lokführer in allen Ehren, ne? Aber mit der heutigen Technik, die da drin ist, hat der nicht viel zu tun. Ne? Also der macht im Prinzip nur die Betriebsaufsicht und das muss ich nicht im Zug machen. Also die Betriebsaufsicht kann ja in der Zentrale machen. Wie es auch schon eben jetzt mittlerweile schon passiert. Ne? Also die U-Bahn in Nürnberg hat ja schon die automatische U-Bahn keine Fahrer mehr auf der Linie U2, U3. Also da funktioniert es ja auch gut. Es ist ein geschlossenes System, ist ein bisschen anders wie die große Eisenbahn. Das funktioniert. Ne? Und das kann man auf die große Eisenbahn genauso abbilden. Und mit entsprechenden Radar- oder Sichtsensoren kann ich da viel eher sogar vielleicht erfassen, ob da ein Hindernis auf der Schiene drauf ist und viel eher reagieren. Weil im Moment ist es halt eine Sichtverbindung. Und wenn der halt dann denkt, ist das jetzt auf der Schiene oder nicht, sehe ich es jetzt oder nicht oder wie auch immer. Und keine Ahnung, hat seine Brille vielleicht nicht dabei oder keine Ahnung. Ich meine, im Endeffekt ein ICE bei 300 Stundenkilometern auf Sichtbremsen, keine Chance, also gar nichts, vergiss es, das funktioniert nicht. Ja. Jo, also da wird's wirklich interessant was natürlich auch noch dazu kommt jetzt, sind die ganzen elektrischen Flugzeuge und das wird vielleicht auch noch ein bisschen was, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte auch noch einen Durchbruch bringen. Da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig von überzeugt, aber das könnte sein, dass da vielleicht auch autonomes Fliegen dann irgendwann kommt. Das jetzt auf der Straße ist oder in der Luft, vollkommen spielt keine Geige.
Und vielleicht haben wir dann hier irgendwann mal, gibt es halt so kleine elektrische Senkrechtstarter und dann ist ein Teil der Mobilität auf der Straße, ein Teil der Mobilität ist in der Luft. Ja, es klingt vielleicht ein bisschen wie Science Fiction, aber ich denke, das wird schon interessant. Also die ersten Flugzeuge gibt es, elektrisch betrieben. Fliegen nicht sehr schnell und auch noch nicht sehr weit, aber sie fliegen. Und das ist das Wichtige, glaube ich, an dem Ganzen. Das hätte auch keiner für möglich gehalten. Ne? Also dieses eine Flugzeug, was jetzt da jetzt im Moment nur mit Solarenergie betrieben, also nicht mal, der braucht nicht mal irgendwo Strom zum Anstöpseln, sondern der kriegt den Strom selber mit Solarenergie betrieben und da die Welt umsegelt, also gut ab. Ne? Es ist nicht schnell, ja, okay, es fliegt sehr langsam, aber es fliegt und es funktioniert. Und da werden immer mehr Konzepte kommen, die einfach funktionieren, die man nicht für möglich gehalten hat. Und da wird es in Zukunft dann ganz ungeahnte Konzepte geben. Also ich denke, autonomes Fahren ist der erste Schritt. Später kommt dann das autonome Fliegen, kann ich mir gut vorstellen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ne? Kommt darauf an, wie laut die Dinge dann sind. Aber weil autonomes Fliegen, da habe ich halt dann die ganzen Gefahren, die ich auf dem Boden habe, eigentlich nicht. Also ich habe keine Gefahr von Hochwasser, Hindernissen auf der Fahrbahn. Gut, wenn jetzt da ein Vogel fliegt, dann kann er außen rumfliegen. Ne? Also da ist ja auch Platz. Ne? Und das ist alles kontrollierbar. Also da fliege ich die direkte Strecke fertig. Ne? Oder gibt halt dann Kontrollpunkte oder wird dann auch Strecken geben, die halt dann abgesteckt sind. Und das, je nachdem, wie das System dann eben ist, wird es dann laut oder leise, wie auch immer. Ich denke, wird wahrscheinlich schon leiser sein als wie die jetzigen Flugzeuge. Da muss ich mich noch mal ein bisschen schlau machen, wie es mit den Elektroflugzeugen ausschaut, ob die dann auch viel leiser sind. Denn ja, die Luft muss ja irgendwie bewegt werden und das macht, glaube ich, auch ein bisschen Lärm natürlich. Aber ich denke, da wird es auch Möglichkeiten geben, da die Lautstärke halt eben da zu reduzieren. Ja, ein spannendes Thema. Wo es hingeht, glaube ich, ist klar. Mehr Komfort für uns, weniger Kosten, mehr Mobilität für mehr Leute, weniger Ressourcen werden benötigt, weil ich weniger Fahrzeuge benötige, weniger größere Straßen benötige, denn wenn weniger Fahrzeuge unterwegs sind, müssen auch zwangsläufig nur weniger Straßen gebaut werden oder beziehungsweise weniger breite Straßen gebaut werden. Ja, ist auf alle Fälle mal interessant, das Ganze zu beleuchten. Und ich würde mal sagen, 2030 werden wir das Ganze wahrscheinlich selber erleben. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und man sieht sich wieder beim nächsten Mal. Ciao, ciao!